DHL fliegende Päckchen, guten Abend. Oder guten Morgen. Was soll man denn da sagen? Heute sagte jemand, na, du bist ja mit dem Schubkarren unterwegs, um Kontakte zu knüpfen, sage ich ja nicht nur. Ich bin auch mit dem goldenen Schubkarren unterwegs, um Zeichen zu setzen, wenn Menschen, die ein Zubrot sich verdienen über das Internet für ihre Medizinalprodukte, wenn diese diskriminiert werden, behindert werden, denen unterstellt wird, sie können nicht richtig einpacken. Sehr wohl habe ich 2 bis 3 Verpackungsformen mitbekommen, weil ich zufällig ein Ersatzteil gebraucht habe von einem elektronischen Stecker für Samsung. Und da habe ich mich dann mal überzeugen können, wie gründlich dieser Kurt B. tätig ist, damit er keine Umstände hat, damit er nicht auffällt, negativ. Hier sehen Sie eine Slideshow. Bewusst habe ich die so gewählt. Bühnen des Lebens. Auf welchem Highway soll man denn unterwegs sein, um diese Täter zu fassen? Warum kommen Päckchen defekt an, wenn sie mit Polster, mit Luftpolsterfolien, mehrere doppelt gepolstert verpackt werden? Wenn natürlich, wie man hier teilweise in der Slideshow sieht, Postboten, Paketboten, die Päckchen fliegend, damit es schneller geht, in den Transportsprinter oder Postwagen einwirft, dann verstehe ich das, wie Sie gerade sehen, dann verstehe ich das schon, dass dann hin und wieder mal ein Päckchen, eine Festplatte, ein Tablet unter anderem auch defekt wird. Aber nicht nur das, sondern auch die Päckchen kommen nicht an. Kaufland, Nürnberg Süd, Dianaplatz zum Beispiel, Einschreibebriefe, Benachrichtigungen werden abgestimmt mit Neckarsulm, weil es keine Telefonnummer gab. Trotzdem hat es geheißen, die Ware ist da. Eine aristokratische Gymnasialkindsmutter macht sich nochmal auf den Weg. Sie war schon 3-mal auf dem Weg, wurde vertröstet. Trotz Bejahung, dass das Poststück im DHL Lotto Shop Kaufland Südstadt da wäre. Frohen Mutes war sie auf dem Weg. Und dann kam der Anruf, nein, das ist leider nicht da. Ihre Postsendung. Ja, wo ist die denn dann? Schon wieder weg. Tablet 1 weg, Tablet 2 weg, war nicht zugestellt an die aristokratische Gymnasialkindsmutter. Jedoch gibt es Akkus, die nicht ankommen, Kleinwerkzeuge, die nicht ankommen von jemand anderem. Dann in der Nordstadt, in Nürnberg, gab es auch ein Paket, nicht ein Päckchen, kam auch nicht an. Ja. Welche Macht muss man auffahren? Welche Podcast-Macht muss man auffahren, dass der Kunde, der bezahlt hat, Gehör
finden darf. Gute Nacht, DHL. Wird es ein neuer Rap? Ich hoffe nicht. Es gab mal Quelle. Es gab. Ich hoffe nicht, dass es mal DHL gab. Damals war der Service auch nachlassend. Hier sehen Sie gerade den Schirm. Der Schirm sei gebrochen. Ich weiß aber, dass genau dieser Schirm und noch ein Schirm zu zwei Kunden unterwegs war oder ja, Empfängern unterwegs war. Und ich habe beide gesehen, wie sie verpackt worden sind, weil ich mich gewundert habe, warum so einen Aufwand. Tja, und das Resultat ist, der eine kam perfekt an und der andere, der kam nicht perfekt an. Soll angeblich mangelhaft eingepackt gewesen sein. Sorry, liebe Frau Regina, ... aus Göppingen. Da haben Sie leider Pech. Und ich hoffe, dass Sie gut versichert sind. Denn diese Unterstellung, hier sehen Sie den Schirm, diese Unterstellung, die ist ja auch eine Unterstellung dann meiner Augen hingegen, dass ich das nicht richtig gesehen habe, dass der Schirm vielleicht falsch eingepackt worden ist. Nein, das ist er nicht. Da gibt es ein Video, Frau Regina aus Göppingen. Noch folgt Ihr Nachname nicht. Aber ich kann Ihnen nur nahelegen, wärmstens empfehlen, dass Sie die Negativbewertung schnellstmöglich A, rückgängig machen, eine Podcast namentlich personell, eine Gegendarstellung bei YouTube bzw. eBay oder bei beiden Foren reinstellen, denn es gibt komische Anfragen an diesen Herrn Kurt B. Was ist denn da los? Angeblich hätte er für Regelung nicht gesorgt. Tja, da stimmt doch was nicht, oder? Will man da in irgendeiner Weise jemanden negative Merkmale präsentieren? Das ist Business Unfair Perfect. Aber zum Glück gibt es Zivilcourage. Denn Zivilcourage geht alle an, jeder kann der Nächste sein. Unter diesem Aspekt lassen Sie sich was einfallen und die Unterstellung, auch von DHL, die wird auch so einige Kosten nach sich ziehen, aber zu Lasten des Hauses DHL. Insbesondere dann, wenn Poststücke während des Transportes aus Lieferfahrzeugen plötzlich in der Kurve oder in einer halben Kurve war es, herausfliegen. Tja, dann braucht man kein Jumbo mehr, das ist richtig. Aber die sind herausgeflogen durch ein fahrendes Fahrzeug, auf der rechten Seite nicht die Beifahrertüre, sondern die Liefertüre oder Liefertüre, die offen stand. Und bei nicht geringer Geschwindigkeit ist dieser Herr gefahren, dieser Fahrer, Kfz, auf irgendeiner Festplatte noch bekannt. Guten Morgen. Was muss man alles beweisen, dass endlich mal per GPS oder vielleicht per Cam die Fahrer überwacht werden? Also, ist zwar kein Werttransport, weil es kein Hunderterschein ist, wie bei einem Bankentransport. Stimmt's? Oder habe ich recht? Ich hoffe, ich habe nicht recht. Denn jede Kundenwürde zählt. Nicht nur die eines Geldscheines. Habe ich recht? Ich hoffe doch. Also machen Sie sich Gedanken
auch DHL, wenn das zunimmt, wie ich erfahren habe. Ich habe aber jetzt nur einen Teil einer Region in Nürnberg. Wenn der Aufruf gestattet wird, möchte ich mal wissen, hallo Deutschland, guten Tag. DHL, wie zuverlässig unterwegs. Hätten Sie das früher gemacht bei Wetten, dass? Dann wären Sie die längste Zeit Wetten, dass europaweit auch in Mallorca bei der Abschlussgala von Wetten, dass alle Jahre der Partner gewesen. Sie verstehen? Ich hoffe doch. Denken Sie nach und schalten Sie auch im Sinne dieser Kunden. Entschädigen Sie diese Kunden, denn das ist höchst verunsichernd, wie Sie sich die Shops und natürlich das Headquarter in Bonn bei Anrufen verhalten. Wachen Sie auf, bevor der Kunde geht. Denn der Kunde zahlt, wenn auch nur partiell, einen jeden Arbeitsplatz. Ich hoffe, Sie haben es gecheckt. Filmbike.galacom.tv For a better planet only. Make Germany better again. Bis bald. No limits.